Glückwunsch zu einem schnellen Sieg. Nicht mal eine Minute hat es gedauert. Ich gehe davon aus, dass du dir sicher warst, diesen Kampf zu gewinnen, aber hättest du gedacht, dass es so schnell geht? Ich hätte gedacht, dass es so schnell geht, aber durch den Knockout, nicht durch das Submission. Aber wie gesagt, ich habe lange Gliedmaßen, die gehen relativ schnell durch. Von daher, wenn es nur Submission ist, ist es auch okay. Was ein paar Zuschauer daheim bei Sport1 vielleicht nicht wissen, ist, du bist kein Neuling hier bei NFC. Du warst der erste Champion der Organisation bei NFC 1 damals. Jetzt warst du ein paar Jahre woanders unterwegs. Bist jetzt hier zurück vor dieser Kulisse mit dieser Düsseldorfer Wand. Anders kann man es nicht sagen. Die Fans haben dich hier lautstark unterstützt. Das muss sich gut anfühlen. Es fühlt sich super an. Zumal ich muss mal loswerden bei mir. Wartet, Jungs. Also an erster Stelle muss ich sagen, ich habe keine Fans, ich habe keine, wie soll ich das, Supporter. Meine Leute sind richtige Soldaten, weißt du, das sind Leute, die ziehen mich in den Krieg. Weißt du, solche Leute habe ich hinter mir. Und das ist der Vorteil von mir gegenüber anderen Leuten. Und ja, deswegen kann ich nur froh sein, solche Menschen wie die Jungs hier, wie generell die Menschen, die mich unterstützen, im Rücken zu haben. Jetzt ist es so, das war quasi dein Comeback-Ticket hier bei NFC. Das Weltergewicht ist eine sehr, sehr stark besetzte Gewichtsklasse, gibt einige gute Leute. Wir haben heute ein paar gute auch auf der Card gesehen, es gibt noch ein paar andere. Ich könnte mir vorstellen, du möchtest gern wieder zurückkommen, nachdem die Atmosphäre hier so super war. Hast du ein paar Leute schon im Auge, gegen die du in Zukunft hier in den Käfig steigen könntest? Ja, also einer, den ich im Auge hatte, ist der Maurice Abebe. Gegen den wollte ich definitiv in den Titel jetzt kämpfen. Und ja, mal gucken, was die Zukunft mit sich bringt. Und wenn er bereit ist, ich würde sehr, sehr gerne gegen ihn kämpfen. Ich will nur so starke Jungs kämpfen. Da gibt es noch so einen Hampelmann, der nennt sich Homo Denko. Den würde ich nicht gerne kämpfen, weil, wie gesagt, ne, ist halt nichts Besonderes. Der Typ ist einfach schlecht. So. Deswegen, solche Jungs will ich gar nicht kämpfen. Und ja, in diesem Sinne, wenn so ein Maurice Abebe kämpft, sehr, sehr gerne. So starke Jungs kann ich gebrauchen. Ich will jetzt nur noch super, super, super Leute kämpfen. Und der Junge, allen Respekt an ihn, ist ein super Kämpfer. Und ja, ungeschlagen, ist ein perfekter Mann für mich. Also für alle, die die genannten Namen nicht kennen, Wladimir Holodenko hat heute hier einen guten Sieg geholt. Maurice Abebe hat im vergangenen Jahr hier ein Riesennachwuchsturnier gewonnen, ist ungeschlagen. Das wären sicherlich zwei gute Herausforderungen. Bis dahin erhole ich erstmal gut, feier deinen Sieg. Großen Applaus für, du hast noch was zu sagen. Genau. Also an erster Stelle vielen, vielen Dank an alle, die heute hergekommen sind, um mich zu unterstützen, mich zu supporten. Vielen, vielen Dank, Leute. Eine weitere Sache, ich muss mich bei meinen Sponsoren bedanken. Die haben mich nämlich sehr, sehr stark bei dieser Vorbereitung unterstützt. Vielen, vielen Dank an meine Sponsoren. Also erstmal beim John Beauty Salon. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke an 4Bro, die beste Eistee-Marke. Ich trinke zwar selten, aber ist super trotzdem. Danke an West Security, ebenfalls die beste Security-Firma, die es gibt. Und zu guter Letzt an Autohaus Allianz. Vielen, vielen Dank, Leute, an alle meine Supporter, Sponsoren. Ich bin stolz darauf, solche Menschen wie euch im Rücken zu haben. Los. Habe ich schon gesagt. Großen Applaus für Islam Dulatov. Ja, das Kämpferleben ist nicht leicht, braucht man auf jeden Fall Sponsoren, das weiß auch Islam Dulatov, der strahlende Sieger des heutigen Abends. Fand das eine schöne Geste, dass er hier nochmal das T-Shirt getauscht hat mit seinem Gegner Michael Rirsch. Da waren im Vorfeld ein paar unschöne Worte gefallen, aber am Ende des Tages faire Sportsmänner, hat danach auch ein paar eindeutige Worte gefunden in andere Richtungen. Ich muss etwas unangebrachte Kriegsmetapher, die wollen wir ihm jetzt mal nachsehen. Das kann im Eifer des Gefechts vielleicht mal über die Lippen kommen. Die Jungs leben in einer martialischen Szene, kämpfen in einem martialischen Gym. Das UFD-Gym, wo die trainieren, da trainieren einige der besten Kämpfer Deutschlands. Also da die Trainingslager zu absolvieren, ist hart. Aber es zahlt sich aus, wie man sieht. Genau.